Ich kann bis heute nicht erkennen, was der Grund sein soll dafür, dass man ein wichtiges Gesetz, das die Wirtschaft stärkt, das Impulse gibt, gerade in einer unsicheren Zeit, wo ja viele in der Wirtschaft auch ringen, ja, wo es um die Frage geht, wie kann investiert werden, wie kann Wachstum gestärkt werden, wie können Arbeitsplätze gesichert werden. Das Gesetz wird kommen, da bin ich mir ganz sicher, das kommt jetzt 2 Wochen später. Es ist wichtig, dass es kommt, aber es war völlig unnötig, das jetzt zu blockieren, jetzt nochmal von der Tagesordnung auch das Kabinett zu nehmen. Und das war dann auch das, was mich beschäftigt hat in diesen Stunden.